Ohne Facecam, sagen Sie? Ja, weil ich müde aussehe. Und ich bin kein Morgenmensch. Kein Morgenmensch? Nein. Oh, das ist vielleicht dein Passwort, das sollte ich nicht filmen. Film nicht mein Passwort. Vor allem, weil ich so langsam eingeben muss, weil es so schwierig ist, das mit der Verzögerung anzugeben. Und ich hoffe, dass jetzt alles richtig ist. Wie ist der denn jetzt eigentlich mal hier am Start, der Junge? Ja, er ist irgendwie online jetzt. Steht Send. Irgendwo. Da ist Party Invite. Da ist er. Stimmt, mach die Boxen mal lauter. Ich glaube, die sind noch gar nicht umgestellt. Sind sie? Ich stell sie um. Mal schauen. Ich höre nichts. Jetzt. Jetzt muss ich ihn lauter machen. Jetzt muss ich ihn lauter machen. Sag nochmal was. Hallo. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Habt ihr mich nicht gehört? Ich Nein. kann mich gerne wiederholen. Wiederhole dich. Wiederhole dich. Mach die Party zu. Wir müssen noch viel aufnehmen, wir haben einige Pläne. Inwiefern? Wir haben vor, etwas zu remaken. Ich weiß nicht, soll ich schon sagen? Nein. Hörst du es? Nein. Das will doch nie jemand remaken. Ich wusste sofort, also ihr müsst ja schon sagen, wenn ihr jemanden fragt, der euch kennt, oder wenn ihr jemanden sagt, der euch kennt, wir werden etwas remaken, und wenn als erstes dann Versus kommt, dann muss das ja heißen, dass die Leute Versus sehen wollen. Oh Mann. Die Leute fragen sich jetzt sicherlich, was wir tun. Wir machen, haben geplant, wie der Eddie Hüsel schon verraten hat, den Versus-Trailer zu remaken, und deswegen müssen wir jetzt die Location finden, wo wir ihn original aufgenommen haben. Vor vier Jahren. Wir werden alt. Nicht gut. So. Silas, nicht ablenken lassen. Irgendwo hier vorne kommt dann, glaube ich, der Weg, wo wir uns gefilmt haben, wie wir so dumm... Nee, so. Das ist perfekt. Ich glaube, wir sind dann irgendwo mal abgebogen, aber wir müssen mal schauen. Ich meine, wir sind noch da kommen wir so eine kleinere Lichtung. Da sind wir, habe ich meine in Erinnerung zu haben, dass wir da mal drüben durchgegangen sind. Also, na, das ist schon Sinn. Sieht alles so anders aus. Wir können ja schauen. Ich habe ja jetzt den Versus Trailer hier gespeichert, dass wir ihn fast accessen können. Zur Belustigung aller. Lalala. Na, das meine ich nicht. Das ist es nicht. Das ist viel freier alles als hier. Ja, da war auch Herbst. Ja, aber hier stehen weniger Bäume. Ja, das meine ich auch noch gar nicht. Das war wirklich woanders. Aber das hier. War wahrscheinlich nur 10 Meter davon entfernt von dem anderen. Glaube ich. Wird zumindest Sinn machen. Das erkennt man natürlich aufgrund unserer schlechten Auflösung nicht. Damals noch. Im schlimmsten Fall nehmen wir uns einfach irgendwo einen Platz. Bei dem ist es jetzt nicht so wichtig. Wir brauchen doch einen Baum. Ein Moskito, er sticht mich. Siehst du das? Ein Moskito? Er hat mich jetzt echt gestochen, Mann. Es heißt, Scheißvieh. Es heißt Mücke. Das war schon beim Trinken. Nee, seriously, Mann. Das ist mein voller Ernte. Dann werde ich jetzt einen scheiß Mückenstich bekommen. Gott bewahre. Hallo? Weiß man nicht Schlimmes? Ich meine, wir werden irgendwann hier links abgebogen. Sicher. Und dann so ein bisschen in mehr desolateres Gebiet vorgestoßen. Nein? Dann gehen wir da lang, ja. Heißt das desolat? Das ist doch richtig von mir. Bin ich mir sicher. Ja, da vorne ist es, glaube ich, gewesen, der Baum. Irgendwo da liegt es. Also da. Oder? Und hier war, glaube ich, hier ist doch diese Lichtung, oder nicht? Das könnte gut sein, ja. Nice. Entfernen. Tod dem Gras. Können wir nicht mehr schreiben, dass niemandem Schaden zugefügt wurde. Scheiße, Gott. Haben wir das früher auch so gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben uns ähnlich geschämt, aber... Sollen wir es nochmal machen? Oder sollen wir es erstmal ansehen, ja, oder? Ja, genau. Hier sieht man auf jeden Fall den Mückenstich.
so ein bisschen. Wir suchen jetzt seinen Baum. Also den, seinen Baum von dem Typen. Den Baum. Genau. Den legendären Baum. Also das sieht sonderbar unelegant aus. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sich das hier eignet. Eignet sich nicht? Nee, weil das auch so, so eng alles da ist und so nicht so weit aussieht. Zwischenbericht 2. Der Mückenstich ist mittlerweile schon recht groß geworden. Gemeinheit. Ich hasse Mücken. Oh, scheiße. Das Nest des Tieres. Das Nest. Das könnte hier überall sein. Der Greif. Vielleicht ist er links, vielleicht ist er rechts. Er jagt uns. Was war das, Silas? Shakeycam! Shakeycam! Das hat mich! Ich habe die Kamera wieder gefunden. Ich habe Quert verloren. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Es kommt! Ich muss laufen! Er ist direkt hinter mir. Ich muss mich beeilen. Ich verstecke mich in deinem Baum. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Aber falls das hier die letzten Momente sind, möchte ich sagen, dass Menschen scheiße sind. Nun, meine lieben Freunde, wir sind zu unserem Anfangsbaum zurückgekehrt, da wir leider den anderen oder keinen besseren gefunden haben. Und der hier kommt noch am nächsten, haben wir uns gedacht. Somit werden wir jetzt den hier benutzen und einfach hoffen, dass es gut funktioniert. Wir können es natürlich auch so machen. Ich lehne mich gegen einen geraden Baum und tu so, wie es würde ich so lehnen, und du hältst die Kamera schief. Kann sich auch einfach da drauf lehnen. Versus. Ach, dieser billige Versuch von Seiko, mich herauszufordern. Meine unendlichen Skills zu testen, das wird ihm noch ungut bekommen. Also, macht euch gefasst. Der beste Outtake aller Zeiten. Also macht euch gefasst. Epic, er fällt vom Baum runter. Muss ich noch was Letztes sagen oder hat das gepasst? Nee, mach lieber nochmal. So. Das ist jetzt Mückenstich 1. Aber damit hat es noch nicht aufgehört. Jetzt haben sich an der anderen Hand auch noch gestochen. Nämlich hier, ich weiß nicht, wie man das sieht. Da. So ganz rechts, so ein bisschen. Schon krass, gell? So, keine Ahnung. Kommst dann halt nach Hause, schließt du die Tür auf und so, denkst du nichts Böses, so. Denkst du, oh, jetzt ein bisschen schlafen oder sowas, keine Ahnung. Was ich halt so denke, ne? Danke für die Klischees. Und dann kommst du so in dein Zimmer und plötzlich sitze ich da so. Ja, und du weißt gar nicht eigentlich, dass ich so in München bin und denkst so, what the fuck is going on here? Und dann können wir die Slow-Mos auch einspielen. Na, die kommen halt am Ende. Ja, und dann... Ja, so kurz Stille, weißt du, so ganz kurz Stille und dann kommen diese Slow-Mos so und alles spackt ab und dann ist was. Nee. Dann geht's ja noch weiter. Wir haben ja eine Story. Oh, okay. Und dann, also so, ja, was machst du denn hier? Und ich einfach nur so, es ist Zeit. so ganz einfach so, es wird Zeit. Mhm. Weißt du, und dann einfach nur so, entweder können wir da schon Ende machen oder wir machen das dann halt noch mit der Entführung weiter. Das können wir uns dann noch überlegen. Ja. Dass ich dann halt sage, dass ich dich dann halt kidnappe und dann spielen wir Versus. Oder wir sagen halt einfach, es ist Zeit. Es ist Zeit. Und dann Ende. Und dann spacken, aber. Und dann ist Ende. Und dann coming when it's done. Coming when it's done. Never. In Klammern das never. Mit dem an den Baum anlehnen fand ich eigentlich ganz cool. So, also jetzt langsam pisst es mich richtig an. Das ist Wahnsinn. Also natürlich ist das nicht, dass es so weiß, weil die Haut halt da so spannt. Ne?
aber also nicht, dass es jemand denkt, es ist so eine Eiterblase oder so, aber so ein maliger Scheiß, ich hasse Mücken. Wie gesagt, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Quaid auch in dieser Tonne landen wird. Auch wenn sie jetzt nur noch metaphorisch ist. Also, wir haben es 3:30. Okay? Der Kasten, der seit heute erst angerührt wurde, von 3 Personen. Was geht an? Hallo Adrian. Hey. Hallo Silas. Prost. Ist... naja, sagen wir leer. Dementsprechend sind wir auch alle. Willkommen. Nein, Akku fast leer, Akku auswechseln. Ich versuche ein Gedicht über deine Trunkenheit zu schreiben. Es ist gar wunderlich, wie betrunken der Arvid ist. Es verblendet mich. Okay? Ich bin noch nicht fertig. Tut mir leid. Ich wollte, muss jetzt wegzoomen, bis ich fertig bin. Ich wollte dich in deinem Progress nicht stören. Du weißt, dass ich Tag 3 schneide, ne? Und dass ich eigentlich die Szenen nehmen kann, wo du so richtig wasted wirkst. Fuck. Zeit nicht richtig wasted zu wirken. So wie dieser Müll. Weil waste to waste. Sorry, Müll. Muss das sein. Arvid, der Trunkenbold. Silas O. am 7.06.2015. Er ist gar wunderlich, wie betrunken der Arvid ist. Er verblendet mich. Oh Gott, so ein Mist. Er läuft umher mit Kamera und nervt mich gar. Mensch, von ein paar Bier ist er gleich betrunken. Er taumelt jetzt und hier, ganz in Aufgaben der Kamera versunken. Eine Saufnase durch und durch. Am Ende bleibt ein Lurch. Seriously? Die Herz? Spontanen Skills. Good job. 4 Uhr nachts. Und trotzdem gedisst. Wäre ich gar komplett von Sinnen, würde ich tun. Jenes Leid, seine Reime zu unterschätzen. Mal sehen, was öffnet er zunächst. Der Prozess, eines der größten Machwerke. Immer noch nicht gelesen. Erstes Kapitel. Verhaftung. Gespräch mit Frau Grubach. Danach Fräulein Bürstner. Ist ja aus Fragmenten zusammengesetzt, sollte man ja nur mal so wissen. Jemand müsste Josef K. verkundet haben. Verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Franz Kafka war ein Genie, möchte ich mal so anmerken. Nicht wegen dem Prozess, sondern weil er einfach cool war. Ich fand bisher immer noch den... Ich empfehle immer noch die Tagebücher. Dieser Mann war ein Gott. Ich empfehle Der Hungerkünstler. Achso. Sollte ich haben. Und ich empfehle Silent Bang.